Game over! Hallo, 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 welcome wieder da und willkommen zurück bei Resident Evil Number 2. So, ja, also folgendes. Ich bin da jetzt in einer quasi leerstehenden Fabrik und ich weiß halt nicht, wo ich jetzt hier genau bin. Also deshalb werden wir jetzt erstmal hier alles unter den Loop nehmen, weil wir haben jetzt nämlich auch hier mal das grüne Kraut mit, wa? Wir haben ja ein neues Terrain jetzt erreicht und ich möchte dann halt doch gerne das hier alles unter der Lupe nehmen jetzt. So, wie gesagt, ich werde nicht so lange aufnehmen, damit ich eventuell ein paar Klicks kriege. Ach du, wo bin ich denn hier? Habe ich nicht eine Karte? Ich habe keine Karte, so wie es aussieht. Alles klar. Aber ich werde alles hier kurz unter der Lupe nehmen. Ach, guck mal, hier liegt schon sogar was. Patronenmunition, kick mal eine an. Liegt hier noch irgendwas rum? Ne? So, ich habe auch keine Ahnung, wo genau ich jetzt hier bin. Karte sagt, leerstehende Fabrik. Ah, lol. Ah, kick mal, Fabrik. Sehr schön. Dann gucken wir mal gleich unsere Karte. Wo sind... Was? Das war's? Okay, ja. Dann, ja, war das ein Zug, okay. Hier gucken. Immer schön, immer alles umgucken. Man weiß ja nicht, ob hier irgendwas drum liegt. Aber hier scheint nicht mehr zu liegen, deshalb werden wir, was haben wir denn hier? Sieht aus, als würde man damit eine Drehscheibe gesteuert. Okay, da ist ein Schlüsselloch. Warte mal. Das brauche ich jetzt nicht zu bedienen. Habe ich keinen Schlüssel? Habe ich jetzt keinen Schlüssel oder so? Warte mal, wo ist denn hier die Karte? Wo bin ich denn? Ich stehe jetzt da. Alles klar. Okay, das heißt, hier hinten muss eine Leiter sein. Kick mal da. Da haben wir doch schon mal was. Ah, kick mal an. Na dann, würde ich mal sagen, Rindyang, wa? So. Nö, ich habe wieder schön gegessen. Ich habe getrunken. Zigarette habe ich auch gerade geraucht, bevor ich gestartet habe. Aber, halt, Moment. Ah, kick mal, da liegt was. Ja, nehme ich an mich. Ah, kick mal hier, da ist ein Schlüssel. Schön. Gut, Schalterschlüssel nehmen. Ja, nimm mal mit. So, was haben wir hier noch? Haben wir noch was? Scheinbar nicht. Okay, also auch wieder raus. Dann noch mal kurz zur Kiste. Die Magnum-Munition kombinieren. So. Oder? Machen wir das? Machen wir das nicht? Ja, doch, komm, wir machen das. Bevor mir da irgendwie... Platz für Lüten nehmen, wenn ich da irgendwo. Weil wir haben ja nämlich jetzt den Waffenschrankschlüssel. Und das heißt, der hat anscheinend irgendwie was zu finden. Also denke ich mal, dass ich diesen Platz brauche. So, Magnum. Nee. So. Wir haben jetzt sozusagen 8 Schuss in der Knarre drinne. Und noch einmal 16 Schuss so. Jo. So, gut. Ja, dann würde ich mal sagen, bedienen wir jetzt mal diesen komischen Schalter, um diese komische Steuerung hier zu drehen. Oh, den Schlüssel behalte ich mal lieber in der Hand. Also im Inventar, den Waffenschrankschlüssel. So, das scheint jetzt zu wollen, die Einschaltknopf drücken. Ja, komm, bestätigen erstmal, wa? So. Okay, der Schalter ist gerade alleine. Also da konnte ich jetzt gerade nicht machen. Das hat er eigentlich gemacht. Aber schon mal gut. Ja. So, ich habe aber mir leider immer noch keine Gedanken gemacht, wie das nächste Projekt sein soll. Oder was genau das wird. Das weiß ich nämlich noch nicht. Was passiert da? Der Sound ist extrem laut, Alter. Der Sound ist extrem voll laut. Aber okay. Daran sollte ich nicht scheitern, wa? Oh nein, nicht schon wieder die Tür. Oh, ist nicht dein Ernst, Alter. Ada! Can you hear me? Come on, snap out of it. Leg. Gut, okay, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll.
Ich denke mal, ich muss hier irgendwas bewegen oder so, oder? Muss ich irgendwas machen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Was muss ich denn machen? Ada, sie ist bewusstlos. Ja, nach so einer Stelle ist... Okay, Leute, jetzt geht's rund. Es geht rund. Sicherheitstafel, Notfall einschalten. Das ist das. Zeit abgeriegelt. Nein, Alter. Ich gehe jetzt nicht wirklich da raus. Ach du Scheiße, Alter. Ach du Kacke. Okay, ich schrisse mich doch lieber gleich mit sofort mit der Shotgun aus. Nein, das ist Birkin. Das ist William Birkin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the fuck? What the fuck? Okay, weg hier. Wow, 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 hat der mir eine gegeben gerade. Ah! Ah! Okay. Immer mit der Ruhe, Alter. Okay. Oh, 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 oh. Lauf, 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 lauf. Oh, 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 oh. Wow, wow, nein! Moment, ich bin vorsichtig, okay. Noch kann ich aushalten. Okay, Moment, ich muss nachladen. Weil das dauert mir zu lange hier. Nein! Was mache ich denn hier? Ich habe gerade einen übelsten Schuss versendet gerade, ja? Stella! 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 Schneller, 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 schneller. So, leg ihn um. Boah, Alter, wie viel hältst du bitte aus? Ja, Junge? Wow! 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 Okay, ich bin... Wow! Ich bin Gefahr. Aber ich bin jetzt wieder übel. Wow! Okay, das hat gerade wehgetan. Nein, ab! Nein, ab! Nein! Au! 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 Okay, dann muss ich ihn am besten so erwischen, dass er an mich vorbeihaut und dann wieder so halt langsam ist. Also so. Oder auch nicht. Ja, genau, Alter. Ne, gut, okay. Ich muss es so machen. Okay, er hat mich. Ich bin tot. Shit, halte ich nicht mehr aus. Lad doch nicht nach! Nein! Er hat mich. Na, wie legt er mich um? Komm schon. Ist ja ein bisschen... ja schon ein bisschen billig, wenn ich das mal so sagen darf. Diese eine Hurensohn! Okay. Diese kleine Mistfotze. Alles klar. Alles klar. Gut. Plan Nummer B. Nee, Plan B, besser gesagt. Weil die Scheiße, die zieht mir nicht mehr rein. Ich mache jetzt die Kinderheim Sachen mehr, Alter. So. Weil ich will ihn auf jeden Fall tot sehen. So. Schnauze voll von dieser Scheiße jetzt hier. Jetzt reicht mir das da. Jetzt werde ich... Ich werde mir diesen Bastard jetzt kaufen. Ich werde ihn sowas von... zerstören. Ich werde ihn vernichten. Der kann sich auf was gefasst machen. Der kann sich auf... Ah, warte mal, halt die Karte. Die wollte ich ja haben. Okay, gut. Du kleine Mister. Scheiß Birkin, Alter. Ey, ich bin gestorben, Mann. Ey, nee, das ist uncool. Der hält einfach zu viel aus. Okay. Okay. Alles klar. Gut. Feuer hier. Das. Her damit. So. So. Boah, Alter, werde ich ihn vernichten. Alter Verwalter, der wird keine Sonne mehr sehen. Oh, der hat ein riesiges Problem jetzt.
Der hat so ein Problem gerade jetzt. Also, ich werde ihn definitiv kaputt machen. So, geh mal runter bitte. Runter. Danke. So. So, da der Schlüssel ja dann eh weg ist. Von daher kann ich ja dann... Ja, möchte ich bedienen. Danke. So. So, Leute. Jetzt geht's rund. Magnum ist ausgerüstet. Und ich mache mir gerade eine Zigarette. Und dann werde ich ihm... Ja, es hat gerade geleckt. Aber ich werde ihm so ein paar Magnum-Schüsse versetzen. Woo! Ich werde ihn besiegen mit einer Wesker-Knarre. Alter Verwalter, er wird so drauf gehen. Oh, ich freue mich schon drauf, wenn er stirbt. Oh, das wird so schön. Das wird ein episches Erlebnis, aber okay. Damn! Bitch. Ada! Ada! Can you hear me? Come on, snap out of it! The bitch in a red dress. So. So, kleiner Birkin, auf zur Runde Nummer 2. So, aber die Magnum-Schüsse, die darf ich nicht verhauen. Weil das ist einfach nur Goldware in jedem Spiel. Magnum ist Goldware. Weil die haut einfach mal so unendlich rein. Ich möchte mal wissen, wie viele Schüsse ich brauche für ihn. Kick mal einen an. Ich kann das aber auch nicht wegmachen. Ne, kann ich nicht wegmachen, Leute. Ja, ja, ja. Ja, komm runter. Komm runter zu mir. Dann zeige ich dir, was Schmerzen sind. Die mit... Ey, der Sound, Alter, der ist einfach nur heftig. Au, 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 au. Okay, okay, okay. Immer mit der Ruhe hier, ja? Ich habe einen Schuss verhauen. Kacke, Alter. Au, au. Siehst du, und schon bin ich wieder fast tot, Alter. Moment, ich muss gucken, wie bin ich drauf? Ich bin fast tot! Mein Gott! Ey! Hab ich los? Ey! Das ist nicht cool, Alter. Aber er ist langsam, ist schon mal gut. Boah, lad doch nicht nach, Alter. Ja, er schwächelt schon, er schwächelt schon. Ist schon mal gut. Ja! Fotze, Alter. Ey, hab ich gerade... Boah, Alter, ich hab fast zwei Magazine hab ich für diesen Spaß gebraucht. Ey, bitte sag mir, dass du tot bist. Ja, du bist tot. Geil, Alter. Oh, hervorragend. So, Moment. Pistole wieder ausrüsten. Weil... Brauche ich ja erstmal nicht. Weil die Magnum hebe ich garantiert für ihn auf. So, Runde 2 ging an mich. Damit steht es 1-1. So, aber der wird garantiert nochmal kommen. Don't die on me, Ada. Come on. Wake up, up. Leck. Come on, come on. Leck. Mann! Gott, ey. Jawohl, Alter, der übelste Hero. Und er ist weg. Nein. Fuck. Das heißt, es wird noch eine weitere Runde geben. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Mega kacke. Welcome back. Oh, 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 oh. Hey, take it easy. We're inside Umbrella's secret lab. I'll go find something to treat that wound. Ja, so Lex, don't help me, man. But I'll only slow you down with these injuries. Go, save yourself. I told you, it's my job to look after you. Oh, das gibt mir auf den Sack. But you'll be in danger if you stay with me. I know I've only known you for a short period of time, but I really enjoy being with you. I know. I'm not capable of caring about anyone, but I don't want to lose you. We're leaving this place together. Wait here for me. I'll be right back. Mhm.
So, oh, guck mal, was haben wir denn da Geiles? Und es leuchtet blau. Geil, geil. Her damit. Magnum. Ha, Goldware. Goldware, Goldware, Goldware. Aber, guck mal hier. Ha, ja, sagen wir mal Silberware. Noch ein mehr hier drin, aber da oben ist noch ein Kraut. Das nehme ich auch nochmal vorsichtig mit. Wer weiß, was mir da noch erwartet in diesem geheimen Labor. So, wir sind ja hier erstmal fertig anscheinend. Oh, guck mal hier, Fahrbahn, her damit. So, Leute. Ich muss sortieren. Komm her hier. Nimm mal das mit. So, dann wieder rein. Die Magnum brauche ich ja erstmal nicht. Weil die Magnum, die will ich unbedingt behalten. Also, ohne Witz. Die möchte ich dann doch nicht wegwerfen. Aber was mach ich mit dem Film eigentlich? Das habe da, weiß ich schon nicht, was ich damit machen. Gut, ich werde aber nicht speichern jetzt, weil ich will noch weiter erkunden jetzt hier. Ich will ja... Wo bin ich eigentlich? Laboratorium, ja, toll. Das bringt mich, ehrlich gesagt, null weiter. Weil ich weiß ja nicht... Gibt es eine Karte oder sowas in der Art? Umbrella, na klar. Wer hätte es geahnt? Ich brauche eine Karte. Weil ich weiß... Ach komm, warte mal, was steht da? Mainshift. Und dann gibt's hier noch, was gibt's hier noch? Steht hier noch irgendwas? Nee, hier steht nicht mehr weiter. Gut, gehen wir. Der Lift, der Schalter funktioniert nicht. Er ist lange nicht mehr benutzt worden. Okay, dann haben wir scheinbar nur noch einen Weg zur Verfügung, oder? Haben wir nur? Ja, ein Weg. Wir haben nur noch einen Weg zur Verfügung. Also gehen wir den Weg jetzt nach links. So, Mainshift. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. So. Zigarette ist aus und ich bin bereit für. Was ist zum Teufel eingesehen? Die Hauptrichtung, dadurch haben einige Laborbereiche keinen Strom. Ja, Leute, was mache ich denn jetzt? Rot oder blau? Ach, ich war schon immer für rote Wesen. Blau ist je die Farbe. Und rot ist halt die Farbe. Oh, da kann ich sogar lang. Oh. Na, dann machen wir das doch, wa? Okay, ich höre keine Zombies. Was ist denn hier? Die Blende ist fest zu. Ein Schalter, wollen Sie drauf drücken? Nein. Wir gehen erstmal hier lang. Erstmal hier lang. Ich will erstmal gucken. Nicht, dass ich dann da aufmache und mir dann. Von der anderen Seite verschlossen, okay. Dass mir dann auf einmal Zombies entgegenkommen oder sowas in der Art. Ey, da kann ich rein. Oh, schön. Alles klar. Zombies. Ich hör's schon, oder? Oder? Was zum Verfickten ist das denn, Alter? Gleich in der Forscher. Sieht aus, als hätte er überall Öl ausgekippt. Leute? Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich versuche mal kurz was. Was ist denn das? Kann ich darauf schießen? Nein, kann ich nicht. Okay. Gut, dann versuch ich mal. Okay, es gibt mir eine, das ist kacke, es lebt und es... Okay, ich bin nicht vergiftet. Huh! Okay, also, das heißt, warte mal, hier liegt da was. Was liegt denn hier? Sicherheitsbuch. Ah, guck mal einen an. Okay, werden bei der Sicherheit... Überbringen nur anormale Werte beim Transportfracht. Ja, das tut alle. Okay, okay. Verteilerknotenpunkt, okay. Es ist streng verboten, irgendwelche Informationen preiszugeben über die hier laufenden Forschungsprojekte oder auch die Existenz dieser Anlage einzugestehen. Okay. Da die Geheimhaltung der Forschung von äußerster Wichtigkeit ist, kann unter gewissen extremen Umständen die Benutzung der Fluchtwege verwehrt werden. Ah, okay. Ja, irgendwie hattet, Gassprinkleranlage. Wollen Sie den Schalter drücken? Ja. Dann gehe ich mal kurz raus. Und zwar... Gut, dann... Was zum Teufel habe ich gerade getan? Leute? Keine Reaktion. Es gibt nämlich keinen Strom.
Als hätte ich das geahnt. Ich, so, warte mal. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Was ist denn, wenn ich jetzt wieder in den Raum zurückgehe? Gas-Sprinkleranlage. Gas ist nie was gutet. Passiert denn noch was? Oh, gib mal, hier liegt was. Benutzerregistrierung. Okay, Gültigkeitsdauer 24 Stunden. Okay. Okay. Mr. Anderson. Sprinkleranlage beendet. Leute, ich bin gerade ein wenig verwirrt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. What the fuck? Alter, ich habe einen Flammenwerfer. Na, wie geil ist das denn, Alter? Aber... ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Moment mal, Öl. Na klar, hier. Mal gucken, ob das funktioniert. Warte mal. Ah, kick mal einer an. Natürlich. So, das heißt, ich kann... ah, ich kann da rein. Ah, okay. Okay, okay. Nein, nein, ist nicht euer Ernst, Alter. Lecker. Okay, die sind aber weitaus aggressiver. Glaube ich, oder? Die sehen anders aus. Die sehen so grün aus. Aber warum ist denn die Tür eigentlich verschlossen? Die haben das Schloss geöffnet. Okay, gut. Verband? Okay. Liegt hier noch irgendwas rum? Ich guck mal vor sich. Maschinen sind alle nutzlos. Ja, okay. Ja, so wie das hier drin aussieht, kann ich das auch gut nachvollziehen, dass die alles nutzlos ist, wa? Das ist ja einfach nur... Forsch. Ohohohohoho! Kick meiner an! 14 mal Schrotmunition, das ist ja mal geil, Alter. 14 Schuss. Nur liegt hier noch irgendwas rum? Nee, nicht mehr, nicht mehr. Aber hier geht's lang, oder? Geht's hier lang? Innen ist alles zerstört von der Pflanze. Okay, okay. Ah, okay, 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 okay. Also, so, ich gehe mal wieder raus, also zurück, und werde mal das Fahrplan ablegen. So, und dann, ich weiß nicht, was mache ich mit dem Flammenwerfer? Was mache ich mit dem Flammenwerfer? Behalte ich den erstmal drinne? Oder, hier lang. Oder gehe ich, nee, ich fliege. Mann, ich weiß nicht, das ist so kompliziert. Ich meine, ich bin in einem Forschungslabor von Umbrella, ja? Da kann, was weiß ich, sonst lauern. Alter! Erschreck mich doch nicht so! Alter, Verwalter! Nee, halt. Alter, hab ich mich gerade zu Tode erschrocken, ja? Alter, Verfalter. Boah. Den Flammer wehe ich mal lieber auf. Okay, nachladen. Würdet ihr bitte nicht so viel aushalten? Du stehst wieder auf, ist das dein Ernst, Alter? Wo steht die denn eigentlich, ja? So, der dürfte jetzt alle Dinge sein. What the? Wo lebt denn der noch, Alter? Das ist doch nicht euer Ernst. Ich bin fast tot, wa? Ja. Dachte ich mir nämlich schon fast. Aber halt, Moment, ich will mal was testen. Ich will mal wissen, wie der Flammenwerfer auf Zombies reagiert. Okay, er brennt. Gut, Alter. Der Flammenwerfer, der nimmt aber auch wirklich... was heißt denn eigentlich Auto? Manuell. Okay, ja. Gut, den Flammenwerfer legen wir erstmal weg. Den will ich nämlich für diesen G-Virus aufheben. Für William Birkin. Weil der Flammenwerfer ist mir doch auch ein bisschen zu heilig, wenn ich mal so sagen darf. Ja.
Ah, halt, Moment. So, das hier hin. Und was machen wir damit? Das brauchen wir ja auch nicht. Ah, bist du irre, Alter? Du kannst doch nicht weglegen. Du Alien da. So, also wieder zurück. Gut, dann werde ich jetzt mal... Da ich ja anders nicht weiter kann. Ich konnte ja nur zwei Räume betreten. Also gehen wir jetzt mal den blauen Flur entlang. Okay, die Zombies sind nicht mehr da. Gut. Ja, wenn die dann auch nicht stand... Alter, hat der mich erschrocken. Ohne Vorwarnung stand er da. Einfach so. Mistratten. So, dann gehe ich mal hier lang und dann hier lang. So. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Hoffe ich mal. Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall kann ich da rein. Also von daher. Ich habe einen Flammenwerfer und ich habe. Oh, hier ist immer noch überall Gas. East Area. Tür lässt sich nur mit einer Schließkarte öffnen. Da ich ja. Und hier ist aber wahrscheinlich kein Strom drauf, also. Ja, keine Ahnung, es gibt nämlich keinen Strom. Das ist schön, dass du dir das sagst. Aber erstmal, Hauptsache erstmal anbieten. Ja, möchten Sie drücken? Ja, nein, vielleicht, eventuell. Was zum Verficken. Das sieht ziemlich eisig da drin aus. Ja, das ist mega eisig hier drin. Aber, ah, guck mal hier, Heilungsspray. Schön, gut. Dann hätte ich wieder einen davon. Was ist denn hier eigentlich? Sicherungsklemme. Ah, guck mal hier, was haben wir denn hier? Sicherungsklemme, interessant, okay. Gut, also, ja, Datenorganisation, ja, okay. Ich könnte die... Machen wir doch, wa? Kick mal da an. Das heißt, ich könnte jetzt... Was macht der denn da jetzt eigentlich? Was macht er da? Was holt er da jetzt raus? Das sieht... Was zum verfickten Geld ist das denn? Was zum Teufel ist das? Hauptsicherung. Ah! Ah! Interessant. Okay. Und, Leute, da hat der anscheinend hier so aussieht, als wäre es ein Leichenraum. Ja. Gut. Ich brauche erstmal eine Karte. Eine Karte wäre natürlich ideal gerade, wa? Vorsicht, 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 Leute. Vorsichtig. Wer weiß, ob hier noch irgendwo Zombies umstehen. Vorsichtig. Okay, hier steht keiner. Gut. Naja, man weiß ja nicht. So, wenn... Ey, weh, da steht jetzt irgendwie dann irgendwo ein Zombie. Wehe. Okay, gut, steht keiner. Sehr schön. Finde ich nicht mal mega nice. So, da er da die Hauptfischung ist, hauen wir die mal gleich rein, wa? Wir haben Strom. Das heißt, ich kann die andere Tür aufmachen, die hier war. So. Dann machen wir die doch mal glatt auf, wa? Würde ich mal sagen. Zombies irgendwo? Nee, gut. Hier, guck mal, West Area. Ja, möchte ich drücken. So, wahrscheinlich... Ich hab's geahnt. Ich habe es geahnt. Was ist das denn, Alter? Was zum... Okay, Schrotmunition. Also bei solchen Gegnern nehme ich dann doch lieber die Schrot. Und schon gar nicht, wenn sie mich dann mit so einer Scheiße beschießen. Seid ihr jetzt beide tot oder bist du nur du tot? Ihr seid beide tot. Das ist doch schon mal schön zu wissen. Okay. Weiß ich Bescheid. Halt! Moment, Moment, Moment. Zurück, zurück. Halt, 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 halt. Ich hab ja noch eine Schrotflinte mit einem Schuss drinne. Dann lege ich jetzt die leere Schrot weg und hau. Da wollte ich nämlich schon die ganze Zeit machen, aber ich habe nur nie daran gedacht. Gut, weiß ich Bescheid. Pflanzenviecher? Kacke. Darüber muss es aber auch auf einen Bericht geben, glaube ich. Oder? Täusche ich mich? Normalerweise haben sie überall irgendwas berichtet oder beziehungsweise irgendwelche Daten aufgezeichnet über irgendwelche Experimente. Aber daran kann ich mich nicht erinnern. Das ist echt zu lange her, dass ich mich an solche Pflanzenviecher erinnern kann. Hunde, Spinnen, Zombies, alles kein Thema. Aber Pflanzen? Nee. Licker ist ja auch noch okay, da habe ich die Filme gesehen. So, das Heilungsspray behalte ich mal. Ach komm, hier. Komm, hier.
So. Oh, Junge. Moment mal, habe ich ein Fahrband drin? Nee, habe ich nicht. Gut, okay. Sah gerade so aus, als hätte ich ein Fahrband im Inventar. Gut. Zurück. So, wie viel Schuss habe ich noch? Gut. So, jetzt habe ich noch 25 Schuss und 5 Schuss drin, also insgesamt 30 Schuss. Na, das klingt doch schon mal gut. So, da wir die Tür aufgemacht haben, gehen wir natürlich jetzt, wurde da übelst, in den Raum da rein. Ich hoffe, da ist da eine Karte drin. Ich brauche dringend eine Karte. Ansonsten komme ich hier nicht weiter. Ja doch, weiter komme ich schon, aber ich laufe dann einfach nur blind durch die Gegend. Wohohoho! Wo kommt der denn jetzt her? Was? Sag mir nicht, dass die Viecher jetzt so unendlich leben, Alter. Okay, ich stehe keine mehr. Okay, das ist mega kacke gerade. Das heißt, ich muss den Viechern irgendwie ausweichen können. Nicht euer Ernst, Alter. Lad doch nicht nach, Alter! Boah, Alter, wie haltet ihr denn mit da aus? Boah. Okay, da nehme ich gleich Quillmarkraut mit. Da ist eine Pflanze. Jo, das heißt, ich muss die Pflanze irgendwie vernichten. Ja, ich möchte die Leiter heruntergehen. Ich möchte wissen, was da unten auf mich lauert. So. Sieht doch schon mega hässlich aus, oder? Ich will mal testen, ob ich darauf schießen kann. Scheinbar nicht. Ich muss irgendwas machen damit. Irgendwas muss ich damit machen. Was ist hier schon wieder, Alter? Nein, kein Licker, Alter. Bitte kein Licker. Wo ist er? Ich hab's geahnt, da ist er doch. Nein, da sind keine zwei, oder? Doch, da sind zwei von diesen Viechern. Die, oh, ey, die Atmosphäre nimmt kein Ende, wa? Okay. Oh. Drei? Never, Alter. Ist nicht dein Ernst, Alter. Haltst du mal bitte nicht so viel aus, Alter? Alter, junge Mann. Mischen, so. Oh, grünes Kraut, noch mehr. Na, wie geil, Alter. Heute muss echt mein Glückstag sein. Mag ich das nicht? Ja, komm, machen wir. Wenn wir in Gefahr sind, dann... Lol? Dann würde ich doch mal sagen, komm, nimm mal ins mit hier, wa? Und nehmen wir gleich an uns. So. Das andere nehmen wir auch gleich, falls uns wieder irgendwas in die Quere kommt. So. Was hat er gesagt? Hier ist ein Computer. Unterirdische Plattform. Sicherheitsdisk einlegen. Ja, hab ich nicht. Ich habe keine Sicherheitsdisk. Sag mir jetzt nicht, dass ich... Gut, okay. Sah gerade so aus, als würde ich gerade aus dem B-Bereich kommen, also dann in den östlichen Flügel. Dass ich dann da reinkomme. Was ist denn das hier? Das sieht aus wie ein Sicherheitsterminal oder sowas in der Art, wa? Irgendwie. Hier gibt es einen Lageplan. Oh! Ja, natürlich! Lageplan ist. Ach, aber hallo! Wo bin ich denn, Alter? Ui! Ui, 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 okay. Ich bin da. Das heißt, das andere, da ist das andere Laboratorium, okay. Da gibt es... Okay, da kann ich nicht weiter, weil die Tür ist elektronisch zu. Aber ich kann den anderen Tür benutzen, die andere Tür benutzen. Den Raum da, der da ist. Okay, weiß ich Bescheid, alles klar. Gut. Oh! Oh! Kick mal an, liegt hier. Ja, komm, hier liegt immer ein Fahrband an der... Okay, das ist die erste Schreibmaschine, wo kein Fahrband liegt. Das ist schon... Brauche ich irgendwas?
Nee, ich brauche eigentlich gar nichts, wa? Oder? Nee, brauche ich eigentlich nicht. Gut. Lageplan des Laboratoriums. Das ist schon mal nice. Ey. Ey, kommt mir doch nicht mit so einer Kamera an sich, Alter. Bitte. Ich habe irgendwas gehört gerade. Was ist denn das? Was ist denn das, bitte? Nein, Maden. Das ist... Moment, Moment. Maden? Das heißt, es sind Motten hier irgendwo. Ein riesiges Ei. Die Tür lässt sich mit einer Schließkarte öffnen. Aber die Viecher wollen mich bespucken. Okay. Ich lass mich nicht bespucken. Und schon gar nicht von... Oh. Oh. Oh, 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 das Kraut. Lol. Lol. Ich glaube, das ist das... Dritte, vierte rote Kraut, was ich jetzt hier finde, überhaupt? Ja, mischen, natürlich. Natürlich mischen. Hallo? Goldware. Leute. Moment mal, in welchen Raum komme ich denn jetzt bitte rein? Wo bin ich denn jetzt bitte drin? Karte. Nein, das sieht aus wie ein Verbrennungsraum. Oder? Oder? Warte mal, was ist denn hier? Guck mal, da ist was. Waffenschrank. Ja, natürlich benutzen. Was für eine Frage. Was zum Teufel ist denn das? LOL? Magnum-Teile? Ohne Scheiß? Fest verschlossen. Fest verschlossen. Fest verschlossen. Was ist mit dem Schlüssel passiert? Der ist weg. Warum ist der weg? Okay. Moment. Aha. Ich glaube, hier steht noch irgendwo einer rum, oder? Okay, er läuft aus. Jetzt schon mal gut. Ah, halt, Moment mal. Halt, 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 halt. Das heißt, ich kann ihn umgehen. Ich hätte ihn verbrennen können. Das sieht doch aus wie ein Gasraum, oder? Glaube ich. Sieht das nicht aus wie ein Gasraum hier? Was ist hier? Hier ist doch was. Oder? Hier ist doch irgendwas. Irgendwas muss doch hier sein. Ah! Kick mal da, liegt doch was. Was liegt denn hier? Umbrella Sicherheitsschlüssel. Laborschlüssel. Interessant. Okay. Hervorragend. Gibt's hier noch irgendwas? Sieht aus wie ein Apparat mit medizinischer Forschung. Ja, 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 ja. Ich will nur nicht, dass die Zombies mich hier irgendwie die ganze Zeit verfolgen. Tun sie zwar schon, aber das ist mir egal gerade. Okay. Oh, oh, da ist der andere. Okay, da hebt es aber nicht weiter. Deshalb gehen wir jetzt hier lang. Gucken wir mal, ob es hier noch was gibt. Oh, da ist ja noch einer. Halt! Da drüben ist ein Schrank. Okay. Okay. Ah! Hure! Was ist los? Oh, da habe ich einen Moment lang nicht aufgepasst. Ah, ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren hier, was das angeht, wa? Gibt's hier echt nicht mehr weiter? Ah, halt, da liegt eine Akte, glaube ich, oder? Wo ich das gerade gesehen habe. Hier vorne. Ich. Nein. Ich weiß nicht, wie ich mich hier wehren kann, wa? Also irgendwie ist das gerade ein bisschen mysteriös. Jo, da lag anscheinend doch keine Akte. Habe ich mich ein bisschen verguckt. Gut. Okay, raus aus dem Raum. Weg hier. Einfach nur noch weg hier. Ich will nicht weiter hier drinnen bleiben. Weil die Waffenteile habe ich ja jetzt. Mehr oder weniger. Musa. Einfach nur Musa. Okay. Wir sind jetzt in dem Raum. Okay. Das heißt, ich kann in den Raum da drüben rein. Ja, da kommen wieder diese ekelhaften Mahnen. Scheiße, ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Das sieht mir nicht geheuer aus, Leute. Oh, ich sollte mal vielleicht nachladen. Ich hab's geahnt. Eine Riesenmotte. Alter, das ist nicht euer Ernst, Leute.
Sag mir nicht, dass ich die abklemmen muss. Warum schippt das wieder nicht, Mann? Na danke. Meine Fresse, Alter. Okay, da sind Maden. Computer benutzen? Ja, natürlich benutzen. Was war das gewesen? Bitte um Benutzergame eingeben. Okay. Was war das Guest war? Also Gast. U-G-U-E-S-T. Richtig? Richtig. Bestätigen. Ich habe Registrierung abgeschlossen. Gültigkeitsdauer der Gastregistrierung 24 Stunden. Ja, und nun? Was habe ich davon jetzt? Was habe ich davon jetzt? Was habe ich davon? Ich habe mich ja zwar registriert, aber wofür? Ich weiß nicht wofür. Wenn ich mal ehrlich bin. Das sieht ja alles so komisch aus. Hier muss es doch irgendwas in dem Raum geben, oder? Ja, ich bin fast tot, aber egal. Aber trotzdem, ey, Leute, hier muss es doch irgendwas geben. Der kann mir doch nicht erzählen, dass ich jetzt hier extra so eine fette Riesenmotte umgelegt habe. Und was ist jetzt mit dem Computer passiert? Ich guck mal, Datei. Was sagt denn die Datei? Was haben wir denn hier? Benutzerregistrierung. Kulturexperiment. Für den Raum Kulturexperiment. Okay. Moment. Kulturexperiment. Das heißt, es muss irgendwo ein Raum geben mit Kulturexperiment. Wo zum Geier ist der? Gibt's hier nicht irgendwas? Ne? Gut, okay. Dann nehmt es da halt nicht. Dann leckt mich doch alle am Arsch. Aber nun gut. Aber nun gut. Weiß ich erstmal Bescheid. Ja, ihr Mann könnt mich sowieso jetzt. Da wird so eine Made entzogen, wenn der einen fahren lässt. Ey, wehe. Fickt euch, Alter. Wehe. Okay, da kommt kein Leger runter. Oh. Junge, das hätte jetzt noch gefehlt in der Sammlung. Guck mal hier. Da, Kiste. Komm mal her. So, ich will mich heilen. Ich habe noch ein grünes Kraut. Das nehme ich auch jetzt zu mir. So. Dann. So. Ich will mal wissen, was passiert, wenn ich die Magnum-Teile hier kombiniere. Was passiert denn da? Speziell Magnum prüfen. Desert Eagle 50 AE. 10 Zoll, ein 10 Zoll Lauf. Für die Desert Eagle. Er kann für dort 50 AE Eagle Patronen mit mehr Kraft abfeuern. Wie sieht die denn eigentlich aus, wenn ich die anlege? Leg doch mal her hier. Alter, das ist ja ein Elefantenkiller. Aber ich habe fast keine Schrotmunition mehr. Ey, ich habe nur noch 2 Schuss. Das ist kacke. Okay. Gut. Leute, tut mir zwar leid, aber... ich muss leider jetzt hier Schluss machen. So leid mir das auch tut, aber ich werde in der nächsten Folge wieder ein bisschen mehr aufnehmen, ja? Also keine Panik. Ihr kommt alle noch auf eure Kosten. So. Du hierhin und du dahin. So. Und 21 Mal Fahrbahn. Ich kann so oft speichern, wie ich will. Ist das geil, ja? Gut. Und in der nächsten Folge wird dann halt so ablaufen, dass ich dann halt den anderen Bereich unter die Lupe nehme. Also den Ostflügel. Weil jetzt sind wir ja nämlich gerade in den Westflügel drin gerannt und wir werden dann aber in den Ostflügel, in den blauen. Gut, also bis dahin, Wesker, bis später.